Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Hex4TFox. Heute mit einem Hack von Zestara. Und Zestara hat geschrieben: Servus, hoffe es macht Spaß. Alles getestet und durchspielbar. PS, mit der Overworld kann ich mich nicht so aus. Events sind nicht mein Ding. Nicht wundern, dass nach dem Level nichts mehr passiert. Okay, ich bin gespannt. Schauen wir mal. Hallo und viel Glück. Okay, kurz und bündig. Ich bin gespannt. Wir hatten ja schon einen recht guten Einstieg mit dem Hack von Crab Creeper, der schon recht ordentlich war. Schauen wir mal. Enigma Valley. Das klingt ein bisschen rätselmäßig. Wieder keine Info, ob Save States ja oder nein. Deshalb werde ich einfach mal setzen. Aha, unsichtbare Blöcke. So, so, Fräulein. Und Chucks. Okay. By the Todd. Ich denke mal, wir sollen da rein. Ja, das sieht ganz gut aus. Blaue Shell, okay. Nehme ich einfach mal mit. Das ist doch so ein Puzzle-Hack. Das sehe ich doch jetzt schon. Wie lange soll ich eigentlich diese Shell behalten? Wahrscheinlich ist das eigentlich voll die Verarsche. Ah, nee, Moment. I see schon. Ups, war das gut? Komm zurück! Danke! Was passiert denn da? Ach. Aha! Ich nehme sie jetzt trotzdem nochmal mit. Just for safety. Schauen wir mal. Ob wir die Shell noch brauchen. Okay. Ich versuche gerade noch zu ergründen, was dieser Hack eigentlich gerade von mir will. Beziehungsweise, was der Hack eigentlich sein möchte. Ob jetzt ein Puzzle-Hack oder einfach nur ein Jump-and-Run-Hack. Jedenfalls bin ich jetzt unter Wasser. Okay. Warum denn auch nicht? Das ist wahrscheinlich das Enigma dieses Hacks. Was geht hier eigentlich ab? Okay. Es ist alles sehr gerade gebaut. Ah, da ist der Midway-Point. Geh mir aus dem Weg, Mann. Na, ich kann mir eigentlich wieder Shells holen. Warum? Achso, wahrscheinlich wirklich nur wegen dem Block. Ah, I see. Okay. Okay. Jetzt habe ich zwar die Yoshi-Coin nicht, das macht aber gar nichts. Denn ich komme jetzt da an die Röhre. Ich hoffe, das macht nichts. Ich glaube, es soll schon so ein bisschen ein Puzzle-Hack sein. Und ich habe die erste, oder eine Yoshi-Coin, habe ich ja eben gesagt. Die habe ich. Wow, das war großartig. Gut, das war keine Spin-Attack. Nein, 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 nein. Das war alles, aber keine Spin-Attack. Jups. Hä? Noch eine Yoshi-Coin? Wie viele Yoshi-Coins gibt's hier? 10.000 Millionen ist die Antwort. 10.000 Millionen. Hallo Spidey. Wie geht's dir denn heute? Ziemlich beschissen, wie ich sehe. Denn du hängst kopfüber an der Decke. Das ist auch wieder alles so super gerade, finde ich. Ich weiß nicht. Oh, ein P-Switch. Okay. Noch eine Yoshi-Coin. P-Switch drück und renn, Mario, renn. Renn, wie du noch nie zuvor gerannt bist. Noch eine Yoshi-Coin. Oh, wie... Oh. Okay. Man könnte wahrscheinlich hier mit einem P-Switch-Jump... was tue ich da? Danke, Mario. Danke. Ups. Ups. Geschafft. Okay. Was geben wir denn dem Hack jetzt? Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher, muss ich ja ehrlich sagen. Also, Moment, habe ich da vielleicht... Warte mal. Ach nee, Quatsch, da war ja der unsichtbare Block, ne? Hier. Ha. Ich
weiß nicht so ganz, was ich gerade von dem Hack so halten soll. Ich glaube, es will ein Puzzle-Hack sein, allerdings sind die Puzzles jetzt nicht so puzzelig. So doof das klingt. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass es so viele Yoshi-Coins gibt. Und mich verwirrt immer noch, dass man da die Koopa-Shell draufwerfen kann. Ach so! Das ist beim letzten Mal einfach nicht reingeflogen. Naja, gut, das ändert nichts an der Tatsache, dass man die Shell auch anders reinwerfen kann. Dann dieser Raum. Es ist alles sehr, sehr kantig irgendwie. Alles sehr kantig. Aber grundsätzlich muss ich auch da sagen, dass der Hack an sich nicht viel falsch macht. Also auch im Sinne von den Tiles und sowas, das passt alles. Es ist nur alles ein bisschen sehr gerade. Ach, das ist schwierig. Das ist schwierig. Moment, wieso? Wieso in drei Teufelsnamen habe ich den blauen Piece? Achso, um da wieder hochzukommen. Ja, aber wieso will ich da überhaupt runter? Wenn ich doch einfach mit der Shell... Ach so, das ist gar nicht so gedacht, dass ich das mit der Cooper Shell mache, sondern mit dem Springboard. Ah. So war das gedacht. Na gut. Ja, was geben wir denn dem Hack? Das mit den Blöcken hier ist echt unschön. Ach, keine Ahnung. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen zwischen B und C. Aber ich denke, wir sind noch am Anfang des Projektes. Da bin ich noch ein bisschen netter. Da bin ich noch nicht ganz so ein Arschloch und gebe nur Scheißbewertung. Deshalb würde ich schon sagen, geben wir dem Hack ein Lava. Geben wir dem Hack ein B. Ich denke, das hat sich der Hack schon ein bisschen verdient. Zumindest so minimal. Irgendwie, finde ich jetzt so persönlich. Es war ein bisschen komisch, stellenweise. Aber ich denke, ein B ist verdient. Gut, dann würde ich sagen, das war's von meiner Seite aus mit Zestaras Hack. Und wir haben Enigma Valley erfolgreich entenigmatisiert. Und würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, das letzte Mal hat euch gefallen. Falls ihr abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.